So, grüß euch. Böse Zungen sagen, ich habe einen Hammer. Im Namen habe ich noch nicht gehabt, aber jetzt hast du es richtig gesagt. Bernd Leidlmeier, Betriebsratsvorsitzender am Tiroler Landestheater und in der Union der Hauptgruppe 4 der ehemaligen KMSFB in Tirol der Vorsitzende. Wir haben das Glück, dass wir einen Kollektivvertrag haben. Das Glück haben leider nicht alle. Bei uns ist es so, dass mit dem Kollektivvertrag dennoch große Einschnitte gibt im Sinne der Kunst und ihrer Freiheit. Ich rede da bei uns von einer 7-Tage-Woche, von Arbeiten am Sonntag, unbezahlt, ohne Zuschläge, von einem generellen Dienst, der eine Woche im Vorhinein genannt wird. Und das Ganze ermöglicht das Theaterarbeitszeitgesetz. Das, was mir noch wirklich sauer aufstoßt, ist, wir sind eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Paragraph 133.6 RVG sagt, dass wir als Betriebsräte nicht im Aufsichtsrat sitzen. Wie gesagt, uns geht es noch gut, es gibt andere. Und der Tiroler Blogger Markus Wilhelm, der hat gerade ein großes Problem. Und zwar wird er gerade von dem geflügelten Industriellen Haselsteiner verklagt. Gehen dort darum, er hat aufgezeigt, dass in Erl bei den Festspielen diverse Vorkommnisse gewesen sind, dass da Lohndumping betrieben worden ist, dass es auch sexuelle Übergriffe gegeben hat, Ausnutzung der Macht. Und das werden jetzt die Gerichte entscheiden, wie es da ausschaut. Wir können aber da was ändern und da komme ich jetzt auch zum Punkt, worum es grundsätzlich geht. Und ihr kennt es sicher auch, Beispiele aus euren Ländern, wo es keine oder unzureichende Kriterien für die Vergabe von öffentlichen Geldern gibt und die Arbeitsbedingungen genau deswegen darunter leiden. Stichwort Pflege zum Beispiel. Bezüglich Erl hat es von der Nationalrätin Selma Yildirim eine Anfrage an den Minister Blümel gegeben und da möchte ich gerade zwei davon kurz vorlesen. Und zwar, werden die Leute richtig bezahlt? Die Antwort war, 2/3 Dienstvertrag und 1/3 Werkvertrag. Nur so ist es möglich, die Künstlerinnen und Künstler vom ersten Probentag bis zum letzten Vorstellungstag anzustellen. Der Werkvertrag deckt hierbei die Vorstellung ab und wird im Gegensatz zum Dienstvertrag auch nur dann ausbezahlt, wenn er sie tatsächlich auftritt. Da bleibt mal übrig zu sagen, Hashtag WTF. Das kann es ja nicht sein. Es gibt es bei den Festspielen Erl, bei den Festspielen am Festspiel-KV, beziehungsweise wollen Sie sich dafür einsetzen, dass es auch in Erl einen KV gibt. Da war die Aussage, aus derzeitiger Sicht sind die Tiroler Festspiele Erl von Größe und Umfang her nicht mit Bregenz oder Salzburg vergleichbar. Punkt. Lieber Minister, Sie sagen, dass für rund 150 Beschäftigte keinen Kollektivvertrag braucht. Ich meine, das kann es ja wirklich nicht sein. Wenn öffentliche Gelder fließen, dann haben die Beschäftigten ein Recht auf ordentliche Bezahlung. Wenn öffentliche Gelder fließen, dann braucht es klare Arbeitsregelungen, wie sie ein Kollektivvertrag bietet. Wenn öffentliche Gelder fließen, dann ist es im Interesse der Öffentlichkeit, dass die Gelder ordentlich verwendet werden. Daher möchte ich folgenden Punkt mit aufnehmen. Die Gewährung von öffentlichen Subventionen an Arbeitgeberinnen soll schrittweise an einem Nachweis eines Kollektivvertrages bzw. KV-ähnlichen Regelwerks im Unternehmen geknüpft werden. Als erstes sollen Gesellschaften, an welchen Gemeinden, Länder oder der Bund beteiligt sind, jedenfalls einen Kollektivvertrag anwenden müssen. Glück auf, danke. Danke, Bernd Leidlmeier.